ziemlich halber. Ja, hier ist eigentlich alles am Wein. Der 19-Jährige erschießt 16 Schüler und Lehrer. Ja, die Schüler haben das böse gesehen. Der Mann, der den Täter stellte, gerät noch am gleichen Tag unter Tatverdacht. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, dann mache ich eins. Ich nehme mir das Leben. Es sind traumatische Stunden für alle Beteiligten. Die Schüler waren bereits tot. Sie waren auch total ausgeblutet. Mein einziger Gedanke in dem Moment war auch, mein Gott, was sollen die Angehörigen bloß empfinden? Und da kam der Typ auch mit raus und hat einen Meter neben mir eine Lehrerin erschossen. Zurück bleiben die Angehörigen der Opfer. Die Mama ist im Himmel und musste ganz schnell weggehen. Konnte nicht mal Tschüssi sagen. Es war schon ein bewegender Moment, ihn dann wieder in den Arm zu haben. Man ist den Tränen nahe und man heult bitterlich und man kann nicht abschalten. Sie war die Liebe meines Lebens, ja. Und zurück bleibt eine Mutter, die sich Vorwürfe macht. Eigentlich, wie soll ich sagen, das sage ich immer rot, was ich alles versäumt habe, ist mir das eben. Und wie leid tut es. Was passierte mit Robert Steinhäuser nach seinem Tod? Die Geheimnisse des Täters und warum der 19-jährige Gymnasiast wirklich Amok lief. Die neuen Hintergründe. Jetzt in Der Amoklauf. Was in Erfurt wirklich geschah. Erfurt, 26. April 2002. In der Hauptstadt von Thüringen beginnt für rund 200.000 Einwohner ein ganz normaler Tag. Am Gutenberg-Gymnasium kommen die ersten Schüler an. Auch in der Erfurter Ottostraße bei Familie Steinhäuser beginnt dieser Morgen wie jeder andere. Zum ersten Mal äußert sich die Mutter des Amokläufers, Christel Steinhäuser, öffentlich über diesen folgenschweren Tag und wie sie ihn erlebt hat. Ihr Gesicht zeigen möchte sie jedoch nicht. Also es war Zufall, dass ich frei hatte. Und auch mein Mann war krankgeschrieben, also wir waren beide zu Hause. Wir haben gefrühstückt, dann habe ich Robert geweckt. Es war zu früh, er hat gesagt, er könnte noch eine Stunde schlafen. Ein paar Straßen weiter macht sich auch Lehrer Rainer Heise pünktlich auf den Weg zum Gutenberg-Gymnasium. Er kennt Christel Steinhäusers Sohn Robert aus dem Unterricht. Ich bin am 26. April diesen Jahres normal aufgestanden, um 5:45. Habe die normalen Handlungsabläufe absolviert und bin dann gegen 6:45 aus dem Hause gegangen. Ich weiß auf alle Fälle, es war ein sonniger und heller Tag. Ich hatte an dem Tag eigentlich nur 4 Stunden. Es wäre also möglich gewesen, mittags zu Hause zu sein. Dann habe ich ihn, weiß nicht wie spät, zwar geweckt. Er hat Frühstück gemacht, dann ist er losgegangen und kam. Ja, wir haben alles gewusst, so ist halt alles gut und so. Mein Mann hat ihn noch in den Arm genommen, streng dich an und so. Und er ist los und kam vielleicht nach einer Viertelstunde wieder. Was schon komisch war, er hätte einen Stift vergessen. Da dachte ich, jetzt geht der Junge auch noch zur Prüfung ohne einen Stift. Na, dachte ich, das gibt's doch nicht. Und er lief dann sehr, das war schon alles merkwürdig, aber ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ne? Lief so komisch hier in die Stube rein, in sein Zimmer. Ja, und dann stand noch eine Schultasche, habe ich mich auch gewundert, die er dann mit in die Schule genommen hat, wo er die Munition und die Waffen drin hatte. Die stand draußen, also vor dem Korridor. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich das so alles betrachte, hat er einen ganz merkwürdigen Blick drauf gehabt. Ne? Also wie er so im Korridor lang gegangen ist, dachte ich, wie guckt er denn nur? Aber ich dachte, es ist die Prüfung, die Angst vor der Prüfung. Und das war's dann, ne? Und dann ist er losgegangen. Die Mutter schiebt die Nervosität ihres Sohns auf die bevorstehende Abiturprüfung. Im Gutenberg-Gymnasium hat für die 700 Schüler bereits der Unterricht begonnen. "74 Gymnasiasten schreiben heute ihr Abitur. Höchste Konzentration." Im dritten Stockwerk unterrichtet der beliebte Lehrer Hans Lippe Biologie. 56 Lehrer haben Dienst im Gutenberg-Gymnasium.
Der Ex-Schüler Robert Steinhäuser betritt mit einem Rucksack und einer Sporttasche die Schule. Die Türen zu den Klassenräumen sind geschlossen. Der Unterricht läuft. Im Flur trifft Robert Steinhäuser auf den Hausmeister der Schule. Ich habe den Herrn Steinhäuser in etwa dieser Höhe getroffen. Und er sprach mich an, ob Frau Alt im Haus wäre und ob sie zu sprechen wäre. Und ich habe ihm eigentlich gesagt, die Frau Alt ist im Haus, ist aber für dich zurzeit nicht zu sprechen. Und damit war für mich eigentlich das Gespräch erledigt. Ich bin zurückgegangen in mein Büro, um zu telefonieren. Niemand begegnet Robert Steinhäuser im Schulflur, als er mit zwei Waffen und rund 500 Schuss Munition in seinen Taschen zur Herrentoilette im Erdgeschoss geht. Dort zieht er sich eine schwarze Maske über den Kopf, lädt seine Waffe, eine Glock 17, und hängt sich eine Pumpgun über den Rücken. In seine Taschen steckt er sich fast 100 Schuss Munition zum Nachladen. Den Rucksack, die Sporttasche voller Patronen und eine schwarze Jacke lässt er auf der Toilette zurück. Robert Steinhäusers erstes Ziel ist das Büro der Direktorin. Er läutet an der Tür vor dem Sekretariat. Arglos öffnet die Sekretärin per Knopfdruck. Ohne zu zögern zielt Robert Steinhäuser auf die am Schreibtisch sitzende Vizedirektorin Rosemarie Heiner. Die Sekretärin Anneliese Schwertner versucht aus dem Raum zu flüchten. Zu spät. Sie wird tödlich getroffen. Robert Steinhäuser wendet sich dem Büro der Direktorin Christiane All zu, rüttelt an der Klinke. Doch die Tür bleibt verschlossen. Ich habe in etwa Höhe Tür laute Knalle gehört, die ich natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht als Schüsse wahrgenommen habe. Und ich war eigentlich der Meinung, dass es Baulärm ist von den Bauarbeitern, die den Computerraum einrichten wollten. Und bin eigentlich rausgegangen, um die Bauarbeiter zu ermahnen. Uwe Pfotenhauer macht sich auf den Weg in die erste Etage. Ja, als ich hier hochkam, habe ich hier auf dem Flur schon zwei Lehrer liegen sehen. Und eine Person hat mir zugerufen, dass hier geschossen wird. Ich soll sofort Hilfe rufen. Und da habe ich mich praktisch auf der Stelle wieder umgedreht und in Richtung Sekretariat gelaufen. Währenddessen geht Robert Steinhäuser weiter durch die Flure, weiter auf der Suche nach Opfern. Er erschießt den Mathematiklehrer Peter Wolf. Ich wusste also zu dem Zeitpunkt nicht, ob Frau Alt in ihrem Zimmer ist oder ob sie sich im Haus aufhält. Die Direktorin reagiert nicht. Wie konnte Christiane Alt hier bei einem Schulfest die Schreie überhören? Hier stand der Sekretariatsschreibtisch mit Telefon und von hier aus habe ich dann den Notruf abgesetzt. Das ist hier ein Herzog-Lichtenberg-Gymnasium. Da bleiben Sie ganz ruhig, wir senden sofort Hilfe. Dankeschön. Chefärztin Dr. Gabriele Wirsing hatte gerade Dienst, als der Notruf eingeht. Noch ein Jahr später belasten sie die Erinnerungen an diesen Einsatz sehr. Wir fuhren gerade von einem Einsatz zurück in das Gefahrenschutzzentrum. Dann kam plötzlich ein Funkspruch, fahrt sofort in das Gutenberg-Gymnasium. Dort gibt es eine Schießerei mit möglichen Verletzten. Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich, bestenfalls einen Verletzten vorzufinden und nicht ein solches Massaker. Ich würde sogar sagen, ich glaubte nicht mal, dass mit scharfer Munition geschossen wurde, weil das sehr unwahrscheinlich ist, so etwas in einer Schule passiert. Der Amokläufer ist Robert Steinhäuser, ein Ex-Schüler des Gutenberg-Gymnasiums, hier in einem Schulvideo. Was für ein Mensch ist Robert Steinhäuser? Der 19-Jährige lebt bei den Eltern, kommt aus geordneten Verhältnissen. Vater Günther arbeitet als Ingenieur, Mutter Christel ist Krankenschwester. Mit 18 Jahren entdeckt Robert beim Schießsport seine Begeisterung für Waffen. Haben Sie jemals im Leben von Robert eine Situation erlebt, wo Sie gesagt haben, der ist jetzt ausgerastet? Gar nicht.
Das war eigentlich ein ganz gutmütiger, ne? So ganz liebes, nettes, sympathisches Kind, ne? Er war halt verschlossen und man konnte ihn jetzt auch, sagen wir mal, schlecht für irgendwas begeistern. Ihn hat begeistert diese Fernseher und diese Videospiele, ne? Es gab so einen Moment, eben, wo Sie gesehen, dass er mit diesen Videospielen spielt. Haben Sie dann mal gesagt, also, mach doch das mal aus? Und das habe ich jeden Tag, das war ja immer unser Streit, ne? Da habe ich auch mal ganz deutlich gesagt, Robert, du landest nochmal in einer Irrenanstalt mit diesen Spielen, ne? Also wir haben uns fast, man kann sagen, fast jeden Tag darüber gestritten. Und da denke ich manchmal, da war ich auch blind und habe das andere alles gar nicht gesehen, weil ich so wütend war auf ihn. Dann, ne? Ich sage, du musst doch jetzt mal was machen für die Schule. Und wie hat er geantwortet? Was ich nur immer von ihm wollte. Und die Mutter zeigt das Zimmer von Robert Steinhäuser. Hier hatte er seine Waffen und die Munition versteckt. Noch am Abend vor dem Amoklauf spielte er mit einem Freund am Computer Counter-Strike. Dabei geht es um das virtuelle Töten von Menschen. Was haben Sie in seinem Zimmer gesehen? Da war ständig Chaos in seinem Zimmer. Aber das fand ich, das war normal, das war mit meinem großen Sohn genauso. Und ich hätte vielleicht auch mit der Schule, es lag ja immer Hefter rum und Blätter rum und Bücher rum. Das war ein einziges Chaos. Und dann habe ich auch zum Schluss gesagt, ich putze hier nicht mehr Staub, das machst du alles selber. Und das hat er dann auch mal gemacht und auch selber Staub gesaugt. Robert Steinhäuser war ein lernschwacher Schüler. Welches Bild entwerfen seine Klassenkameraden von ihm, wie Pascal, der in der Klasse neben ihm saß? Ich habe Robert als recht ruhigen Schüler erlebt, der mehr, sag ich mal, auf sich beschränkt war im Unterricht oder in der Schule als auf andere oder auf den Großteil seiner Klasse. Er war eigentlich immer schon ein bisschen vielleicht verschlossen vor den Lehrern, aber so vor Schülern, er hatte eigentlich gut Kontakt zu den Schülern. Für mich war es eher ein ruhiger Typ, er war ziemlich in sich gekehrt und introvertiert. Es ist nicht der Fall, dass wir ihn ausgeschlossen haben oder so, sondern er hat sich halt selbst ein bisschen zurückgezogen. Also ich habe das Gefühl manchmal, also er hat eben in sich reingefressen, manche Sachen. Andere Mitschüler hatten eher ein negatives Bild von Robert. Der Robert, der hatte schon immer Probleme mit allen Lehrern. Den konnte niemand leiden von Lehrern, weil er immer auffällig war im Unterricht. Entweder laut oder hat gestört. Robert war nicht unbedingt nun ein besonders angenehmer Schüler für einen Lehrer. Wir sind bestimmt auch ein paar Mal sehr heftig aneinander geeckt. 2 Monate nach dem Unterrichtsbeginn, also nach der 11. Klasse, waren wir dazu beauftragt worden, jeder einen Vortrag zu machen. Wir wurden dazu in Gruppen eingeteilt und er musste mit 2 Mädchen einen Vortrag machen. Und in der Gruppe wurde ausgelost, wer den Vortrag hält. Und die Karte hat er gezogen. Und da ist uns halt das erste Mal negativ, richtig negativ aufgefallen. Also wir saßen alle da und konnten das gar nicht glauben. Weil er hat sich hingestellt, hat den Vortrag gehalten. Aber merkte dann offenbar, dass er doch, obwohl es ja lange vorbereitet war auch, dass das doch nicht so bei ihm klappte, schmiss sein Konzept, Stichwortzettel, auf den Tisch. Und hat gesagt, was rede ich hier eigentlich für ein Bullshit? Da setzt die Lehrerin sich hin und sagt, hä, wie jetzt? Ja, das ist doch alles voll Scheiße. Haben Sie sich den Mist schon mal durchgelesen? Dann hat sich natürlich meine Lehrerin gekränkt gefühlt, weil das ihre Lektüre war. Hat gesagt, natürlich habe ich mir meine Lektüre schon durchgelesen. Die hast du ja von mir. Nee, mit dem Scheiß mache ich nicht weiter. Ist auf seinem Platz und hat sich hingesetzt. Und hat die restlichen Stunden nur aus dem Fenster geguckt. Ja, wie gesagt, mit der Schule, das habe ich ja schon gesagt, dass man da hätte sich mehr drum kümmern müssen. Mehr nachfragen, sich mit ihm mehr unterhalten. Ne? Vielleicht ihn mehr ansprechen, wenn er ist ja von sich aus wirklich nicht aus sich rausgegangen. Ne? Ich habe immer Schuldgefühl, ich habe die jeden Tag, weil Robert so viel diese Spiele gemacht hat. Das war für mich eigentlich der erste Gedanke, der muss ja verrückt geworden sein. In kürzester Zeit erschießt Robert Steinhäuser auf den Fluren des Gymnasiums jeden Lehrer, der ihm begegnet. Yvonne Fulsche-Bär, Französischlehrerin. Gabriele Clement, Deutschlehrerin. Monika Burkhardt, Deutschlehrerin. Carla Pott, eine Referendarin. Heidrun Baumbach, die Deutsch- und Geschichtslehrerin. Hans Lippe, Chemie- und Biologielehrer. Die Schülerin Stefanie verletzt eine Kugel am Knie. Über das Handy ruft eine Mitschülerin die Polizei.
Nee, wir sind jetzt alle nur zusammen in einen Raum reingebracht worden und ja, es gibt welche. Es sind Lehrer mitunter dabei. Ziemlich halber. Ja, hier ist eigentlich alles am Bein. Pausenlos feuert Robert Steinhäuser seine Waffe ab. Martina Holland beaufsichtigt gerade eine Abiturklasse. Nur durch einen Zufall hat die Deutschlehrerin überlebt. Ich wurde zwar halt Aufsicht in der Abiturstufe im Abiturkurs und der 12. Klässler und wurde gegen 11 von Frau Sieger abgelöst. Wir verständigten uns noch kurz, ob das immer stärker werdende Lärm ist im Haus. Und danach musste ich aber den Raum verlassen. Während Martina Holland die Treppe nach unten geht, nähert sich Robert Steinhäuser dem Raum der Abiturklasse. Und als wir im ersten Stock ankamen, sahen wir zwei Kollegen liegen. Ich verstand überhaupt nicht, was das sollte und war anfangs und sagte das auch noch zu einer Schülerin, ob denn hier eine Rotkreuzübung sei. Auch Stefan Fiedler schreibt in dieser Klasse Abiturprüfung. Er beklagt sich bei Lehrerin Heidemarie Sicker über den Lärm auf dem Flur. Ist Frau Sicker aufgestanden, wollte sich beschweren gehen bei den Fenstern. Wir haben ja drei Fenster. Und links, da wo das Fenster angekippt ist, da sitzen die Lehrer. Und man muss durch den ganzen Raum gehen, um hinten an die Tür zu kommen. Das hat Frau Sicker gemacht. Sie ist halt hinten an die Tür gegangen, hat aufgemacht, wurde sofort mit dem Kopfschuss erschossen. Du hast es gesehen? Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe gesehen, wie die Frau sehr stark aus dem Kopf geblutet hat, umgefallen ist wie ein Stein. Dann da lag, mein Biologielehrer ist gleich aufgesprungen. Hinten, als alle saßen, Panik ausgebrochen, alle zu mir vorgerannt. Dann habe ich geguckt und mein Biologielehrer hat die tote Frau, war schon tot zu dem Zeitpunkt, in den Raum reingezogen. Der Täter ist dann wohl wahrscheinlich wieder weggerannt. Wir haben die Tür zugemacht, zugeschlossen und die zwei großen Schränke, die wir im Raum hatten, davor geschoben und haben uns dann bei dem rechten Fenster ganz in die Ecke gesetzt, alle zusammen. Haben uns halt in die Arme genommen. Die Frauen haben halt ganz schlimm geweint. Von außen rüttelt Robert Steinhäuser an der abgesperrten Tür eines Klassenzimmers. 8-mal schießt er auf die geschlossene Holztür und trifft dabei die 14-jährige Schülerin Susanne Hartung und den 15-jährigen Ronny Möckel. Beide sterben noch im Klassenzimmer an ihren Verletzungen. Robert Steinhäuser hetzt weiter die Treppe nach unten, vorbei an den flüchtenden Schülern. Die Kinder verstecken sich vor ihm in den Toilettenräumen. Als ich im ersten Stock angekommen, im Erdgeschoss angekommen bin, sah ich den Hausmeister am Sekretariat stehen, kreidebleich, sagte etwas, was ich aber nicht verstand, und sah auch dort jemanden durch den Türspalt liegen. Martina Holland steht unter Schock, kann das Erlebte nicht mehr aufnehmen. Um 11.10 Uhr rückt die Polizei an. Sie befiehlt dem Hausmeister, die Schule zu verlassen. Ich habe beim Verlassen der Schule versucht, so viele Schüler wie möglich mit aus dem Schulgebäude rauszudrängen. Direktorin Christiane Alt bleibt weiter in ihrem Zimmer. Warum, sagt sie später der Notärztin. Frau Alt antwortete mir auf die Frage, wer kann denn so etwas machen und was will derjenige dann noch? Das ist ein ehemaliger Schüler und der will mich. Ist die Direktorin sein Ziel? Der Amokläufer hat nach ihr gesucht. Das glaubt auch Christiane Alt selbst. Steinhäusers Mutter sucht nach einer Erklärung für den Hass ihres Sohnes. Ich habe kaum damit gerechnet, dass Robert das Abitur schafft. Also er hat die 11. Klasse 2-mal gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Also er wollte das so. Und das war auch eine Aussprache mit der Frau Alt, ne? Da saß ich da wie auf der Anklagebank, ne? Und die hat nur kurz und knapp, Robert, glaubst du, dass du das schafft? Jetzt vom Kopf her? Und sie, die müssen doch träumen, wenn sie glauben, dass sie mit dem Zeugnis hier, dass man da ein Abitur machen kann. Da war ich erstmal baff.
Auch Journalisten stoßen bei ihren Recherchen auf den Führungsstil von Rektorin Christiane Alt, die seit 1991 das Gymnasium leitete. Ich glaube, dass Robert Steinhäuser Frau Alt ganz besonders gehasst hat. Die Gründe dafür kann ich heute auch nicht erschließen. Ich weiß, dass es mit seinem Schulverweis zu tun haben muss und mit seiner Behandlung in der Schule. Ich glaube, dass die Frau Direktorin Alt sehr, sehr gut abgelenkt hat von ihrer Rolle in dieser ganzen Sache. Dass sie das Ziel eventuell dieses Anschlags gewesen sein könnte, das hat sich ja bis heute gar nicht richtig herumgesprochen. Der Verweis ist, hat sie ja sich auf verursacht oder war die treibende Kraft. Und das, wenn sie uns Bescheid gesagt hätten, ne, man hätte ihn ja auffangen können. Am Anfang der 12 hat er wohl wieder gemerkt, dass es für ihn nicht so gut läuft. Und da hat er zu einem einfachen Trick, den jeder irgendwie mal in seinem Leben macht, eine Urkunde gefälscht. In dem Fall hat er konkret ein Rezept sich vom Arzt besorgt, mit Stempel geklaut oder wie entwendet und hat dann die nachfolgenden Rezepte bzw. Krankschreibungen gefälscht. Und irgendwann ist es einem Lehrer aufgefallen. Und da sieht eben die Schulordnung vor, den Rausschmiss. Das ist das erste Mal gewesen, dass auf einen Schüler, vor allen Dingen mitten im Schuljahr, auf so eine Art und Weise von der Schule verwiesen worden ist. Der entgangene Schulabschluss, eine fatale Demütigung. Zu viel für den 19-Jährigen. Robert Steinhäuser rächt sich mit der Waffe. Im ersten Stock treffen die fliehenden Schüler auf Lehrer Rainer Heise. Und dann gab es einen lauten Knall. Ich bin dann ziemlich schnell zur Tür gegangen. Und da kommen mir die ersten Kinder bereits entgegen. Und die Kinder, die Treppen noch runtergehopst kamen, brüllten ziemlich laut, da stinkt, da ist was explodiert. Dann kam schon der nächste Schwung und die sagten, da läuft einer schwarz gekleidet rum, da liegt jemand am Boden und dann mit einmal, da schießt jemand. Und als diese Bemerkung fiel, kamen schon in breiter Front, in der ganzen Breite der Treppe, Schüler runtergerast. Das war eine Menschenwolke, die sich fast überschlug. Und da gab es für mich nur noch eins. Die Schüler, die noch da waren, aufzufordern, sofort runter zu rennen. Und da habe ich geschrien, haut ab, raus, 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 runter, weg. Vor der Schule bricht das Chaos aus. Polizei und Rettungswagen bahnen sich ihren Weg durch fassungslose Anwohner und Schüler. Als Robert Steinhäusers Mutter von dem Amoklauf erfährt, hat sie eine furchtbare Vermutung. Wir sind einkaufen gefahren und auf dem Rückweg von der Kaufhalle machen wir das Radio an dem Auto und da hören wir, ein Amoklauf in der Schule von Erfurt. War aber noch nicht, wurde nicht gesagt, in welcher Schule. Ich habe gedacht, das war mein erster Gedanke, das wird doch nicht Robert sein, der jetzt durchgeknallt ist. Aber die Gedanken hatte ich, kann Ihnen nicht sagen, woher ich das hatte. Ne? Ja, und dann sind wir in die Schule und da war schon alles abgesperrt, man ist ja da nicht durchgekommen. Ne? Und dann sind wir da rumgeirrt und bin ich auf den Sportplatz, da habe ich Robert auch nicht gesehen, da hier und da Leute gefragt. Ja, dann sind wir nach Hause. Erfurt, eine Stadt im Ausnahmezustand. Selbst Polizeibeamte, das Sondereinsatzkommando und die Rettungskräfte wirken ratlos. Lehrer Heise hat seine Schüler inzwischen zum Hinterausgang der Schule getrieben. Und das habe ich das Gefühl, an mir kommt noch jemand vorbei. Und da sage ich, komm, auch du, hau ab, weg, 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 weg. Und da drehe ich mich so um, irgendwas war anders. Und da sehe ich eine von oben bis unten schwarze Gestalt. Und der ging so kurz an mir weiter und stellte sich zwischen die auf dem kleinen Parkplatz befindlichen Autos. Und mit einmal sehe ich nur so eine Handbewegung, so eine Schüttelbewegung. Und etwas wird nachgeladen.
wie aufgeladen, das war Messingfarben. Heute würde ich sagen, sind Patronen gewesen. Und brüllend, euch kriege ich auch noch. Und er schoss dann in die Höhe. Viermal schießt Robert Steinhäuser mit seiner Glock 17 in die Luft. Währenddessen treibt die Kunstlehrerin Dr. Birgit Detke die Kinder aus der Schule. Immer wieder läuft sie in das Gebäude, um Schüler aus dem Visier Robert Steinhäusers zu retten. Als die Mutter einer 14-jährigen Tochter vor dem maskierten Robert Steinhäuser weglaufen will, um sich selbst in Sicherheit zu bringen, stolpert sie. Der ehemalige Schüler erschießt die vor ihm liegende Lehrerin vor den Augen ihrer Schüler. Die ganzen Schüler sind da rausgerannt aus dem Klassenraum und da kam der Typ auch mit raus und hat einen Meter neben mir eine Lehrerin erschossen. Sie hat hochgeguckt, wo er ist, das hat er gesehen, ist hingelaufen, hat sie erschossen und ist wieder vorgelaufen. Da bin ich geistesgegenwärtig, habe ich mich um die eigene Achse gedreht und bin wieder zurück. Weiß die Schulleitung Bescheid? Ich hatte Herrn Heise gesehen, als ich bereits in Sicherheit war, das heißt über dem Zaun in der Pestalozzi-Straße, und voll Entsetzen, dass er wieder in das Haus ging. Und da bin ich den Gang entlang gerannt. Man kommt ins Sekretariat nur rein, wenn man klopft bzw. eine Klingel betätigt. Und auf die habe ich natürlich irrsinnig gedrückt. Ich habe geklingelt, geklopft, mit dem Fuß vor die Tür getreten. Und dann hörte ich nur eine ziemlich leise Stimme. Wer ist da? Ich habe hier zwei Tote. Ich sage, hier ist Heise. Und wer sind Sie drin? Frau Alt, also meine Schulleiterin. Und dann bin ich kurz dort mit rein und da sah ich die ersten beiden Toten. Ich sah Blutspuren an der Wand. Was soll ich tun, das weiß ich nicht. Nur ich schließe wieder zu, gut. Und da habe ich gesagt, ich renne nochmal hoch und gucke nach, ob noch Kinder im Hause sind. Also in der ersten Etage. Der Geschichtslehrer durchsucht die Klassenräume nach weiteren Schülern. Auch Robert Steinhäuser kehrt in die Schule zurück. Vermutlich, um sich zu schützen. Dreimal hat ein Polizist auf den Amokläufer geschossen und dabei nur knapp sein Ziel verfehlt. Durch ein Fenster sieht der Amokläufer Andreas Gorski zum Schuleingang gehen. Bevor der Beamte die Schule betreten kann, tötet ihn eine von Robert Steinhäusers Kugeln. Vor der Schule kämpfen Sanitäter um das Leben der angeschossenen Lehrerin Birgit Detke. Vergeblich. Endlich darf Notärztin Gabriele Wirsing in die Schule. Ich wurde unter Polizeischutz in die Schule gebracht und zunächst zu dem Herrn Gorski, dem erschossenen Polizisten, geführt. Ich untersuchte ihn und konnte aber nur den Tod feststellen. Danach rief die Direktorin schon aus dem Sekretariat, dass sich da noch zwei schwerst verletzte Personen befänden. Als ich zur Tür hereinkam, lag eine weibliche Person auf dem Rücken und hatte einen Schuss im Brustbereich. Ich konnte nur den Tod feststellen und ein Stückchen um die Ecke saß eine weitere Person am Schreibtisch, vornüber gebeugt und war ebenfalls verstorben durch einen Knickschuss. Auf dem Hof begegneten mir dann zwei Schülerinnen aus meiner Klasse, weinend, völlig aufgelöst und berichteten mir, dass sie gesehen haben, dass also vor ihren Augen ihre Französischlehrerin, die Frau Fulche-Bär, erschossen worden ist. Der Ehemann der Französischlehrerin arbeitet im Sozialministerium als persönlicher Referent des Ministers, als er plötzlich vom Amoklauf im Gutenberg-Gymnasium erfährt. Irgendwann hat mir ein Kollege gesagt, dass da geschossen wird in einer Schule, dass es Gutenberg-Gymnasium ist. Da habe ich mir gesagt, jetzt fährst du einfach dorthin, du musst jetzt dahin. Zwischenzeitlich versucht, meine Frau auf dem Handy zu erreichen. Ist nicht gelungen, es hat einfach durchgeklingelt. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Ja, und dann habe ich einen Fernseher angestellt. Ne? Und da habe ich das immer gehört, so viel Tote, so viel Tote. Ich dachte, um Gottes Willen. Was hat Ihr Mann gesagt?
Der war auch, der sagte, um Gottes Willen, ja, das war das eigentlich. Und dann habe ich hier immer Videotext und so viel tot und ich bin hier rumgerannt wie ein wildes Tier. Ich wollte in dem Moment auch zu Frau Albrecht sagen, ja, oder zu den Kollegen sagen, ja, ich habe auch jemanden liegen sehen. Und in dem Moment sagte eben Frau Albrecht, wenn Hajo was passiert ist, also dann weiß ich nicht, dann den bringe ich um. Und als sie das sagte, wurde mir bewusst, dass ich in dem Moment nicht weitersprechen kann. Mir persönlich war klar, dass er tot war. Nach dem Polizeibericht hatte keines der 16 Opfer eine Überlebenschance. Alle seien sofort gestorben. Doch die Augenzeugen haben andere Erinnerungen. Ja, also Schüler und Kollegen haben mir berichtet, dass also der Herr Lippe über eine Stunde oder annähernd eine Stunde Hilfe, Hilfe, warum hilft mir niemand, geschrien hat, dieses Schreien und Rufen immer leiser, immer schwächer wurde und sie selbst eben auch nicht helfen durften. Der hat anderthalb Stunden, ein anderer Lehrer, hat anderthalb Stunden um Hilfe gerufen. Wir konnten ihm halt nicht helfen und dann, als wir evakuiert wurden, habe ich ihn tot im Gang liegen sehen. Also wir konnten anhand der Stimme identifizieren, wer es war. Was hat er gerufen? Hilfe hat er nur gerufen. Hat immer versucht, Hilfe zu rufen. Merkt man in dem Moment, dass der Mensch stirbt? Ja, das hat man gehört. Hat keine Kraft mehr in seiner Stimme gehabt. Ähnliches ist mir auch von Herrn Wolf berichtet worden. Und besonders schlimm finde ich auch die Situation in dem Raum 208, wo also praktisch per Handy den Schülern Anweisungen gegeben wurden, wie sie mit den Verletzten Ronny und Susanne umzugehen haben, was sie mit ihnen tun. Ich sehe das als ungeheuer schlimm, dass hier selbst die Notärztin gehindert wurde, den betreffenden Personen, speziell Herrn Lippe, Herrn Wolf, Hilfeleistung zu geben. Die Schüler sind auf sich gestellt. Manche klettern über die Regenrinne ins Freie, springen verzweifelt auf das Vordach. Die meisten haben sich in den Klassenzimmern verbarrikadiert und müssen hilflos zusehen, wie ihre Lehrer mit dem Tod ringen. Viele haben Kontakt mit ihren Handys versucht aufzubauen. Und der Täter war halt in unserer Etage noch und hat noch geschossen. Ja, und wir hatten halt Todesangst, weil der wahrscheinlich noch mal bei uns rein. Weil er wahrscheinlich noch mal bei uns rein wollte. Ja, und dann haben wir halt gleich die Polizei angerufen. Nach dem Schuss hat ein Mitschüler sofort den Krankenwagen angerufen. Sofort, er hatte sofort sein Handy in der Hand. Dann die Polizei zweimal hintereinander angerufen. Erst waren wir in der Warteschleife. Dann wurde uns gesagt, wir sollen uns beruhigen. Es kommt gleich ein Streifenwagen. Dann haben wir nochmal angerufen. Dann wurde gesagt, dass schon die ganze Polizei aus Erfurt unterwegs ist. Der Hilferuf einer Schülerin über das Handy. Nee, wir sind jetzt alle nur zusammen in einen Raum reingebracht worden und ja, es gibt welche. Es sind Lehrer mitunter dabei. Ziemlich scheiße. Ja, hier ist eigentlich alles am Wein. Die Schüler bleiben ohne Unterstützung von außen. Dazu kommt noch die Ungewissheit und Angst, der Täter könnte zurückkehren, um auch sie zu töten. Denn Robert Steinhäuser irrt noch immer im Gutenberg-Gymnasium umher. Jetzt in Der Amoklauf. Schüler in der Falle. Warum lässt sich die Polizei so lange Zeit? Hätten mehr Menschen gerettet werden können? Außerdem Held unter Verdacht. Lehrer Heise und die schlimmen Vorwürfe der Polizei. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, dann mache ich eins. Ich nehme mir das Leben. Jetzt in Der Amoklauf. Was in Erfurt wirklich geschah. Was in Erfurt wirklich geschah. Hilflos sitzen die Schüler des Gutenberg-Gymnasiums fest. Um sich vor dem Amokläufer zu schützen, haben sie sich in den Klassenräumen verbarrikadiert. Unter ihnen schwer verletzte Lehrer und Schüler.
Draußen wimmelt es vor Rettungskräften und Polizisten, doch niemand betritt die Schule, um zu helfen. Warum hat niemand geholfen? Die Gesamteinsatzleitung lag bei der Polizei. Sie hat ihre eigenen Erkenntnisse. Wir bewerten die natürlich für uns mit ein. Aber letztendlich halten wir uns an die Anweisungen der Polizei. Wenn dort gesagt wird, gegenwärtig besteht noch Gefahr für Einsatzkräfte, Feuerwehr und Rettungsdienst, dann richten wir uns auch entsprechend nach diesen Anweisungen eindeutig nach der Polizei. Die Einsatzleitung an diesem Tag hat Polizeidirektor Rainer Grube. Die Polizei hat uns gesagt, wir sollten im Sekretariat verbleiben, auch auf Klopfen nicht öffnen, und wir würden dann herausgeführt, sofern sie weitere Verletzte auch gefunden haben. Erklärungsnotstand bei der Polizei nach dem Einsatz. Kritische Stimmen sprechen sogar von einem Versagen der Polizei und unterlassener Hilfeleistung. Doch die Einsatzkräfte wollen für das späte Stürmen der Schule einen berechtigten Grund gehabt haben. Die Polizei ging damals davon aus, dass es sich um zwei Täter handelt. Und sie versuchten jetzt das Grundstück und das gesamte Gebäude zu sichern. Deshalb wurde auch die Feuerwehr weggeschickt. Die Spezialtruppen der Polizei kamen. Die Täter wurden immer von den Kindern oder von Jugendlichen folgendermaßen beschrieben. Hat man ihn von vorne gesehen, war er schwarz mit einer Pistole. Und hat man ihn von hinten gesehen, war er schwarz mit einem schweren Gewehr. Und es war richtig. Er hatte nämlich das Gewehr, was Gott sei Dank nicht funktionierte, auf den Rücken und hatte die Waffe, die Pistole in der Hand. Und alle Analysen ergaben, dass es dann doch ein dasselbe war, je nachdem von welcher Seite man es gesehen hat. Warum hat die Polizei nicht schneller einen zweiten Täter ausschließen können? Wenn es ein Schüler X ist, der ein schwarzes T-Shirt anhat und darüber eine Maske hat, eine schwarze Jeans anhat, der geht in eine Ecke, zieht das schwarze T-Shirt aus, hat darunter ein weißes T-Shirt, legt die Maske weg, versteckt es und ist plötzlich Robert Meyer oder sonst wie, und ist ein normaler Schüler und geht in seinen Klassenverband wieder hinein. Und der Klassenverband nimmt ihn als Schüler auf. Wo sollte man ihn so ohne weiteres als Täter erkennen? Und da ist sehr viel Arbeit bei der Polizei gelaufen, um dies auszuschließen. Denn die ganzen Kinder wurden, ohne dass sie es mitbekommen haben, hat man versucht, sie zu fragen, teilweise auch mit Spürhunden auf Schmauchspuren abzuriechen, ob da irgendetwas war, dass man sagt, hier ist noch jemand, der geschossen hat, mit dabei. Die gegenüberliegende Bäckerei Rüger, normalerweise ein beliebter Treffpunkt der Schüler, wird zur Kommandozentrale der Polizei und zum Fluchtbunker. Ja, das war ja nur ein Schreien auf der Straße, nur Schreien, und dann alle sich in das Café reingedrängt. Das Café war voll. Ich kann jetzt gar nicht überschlagen, wie viele Schüler das waren. Jedenfalls alle drüben in der Schule schießen und dann rein. Haben halt die Schüler angerannt, haben geheult, haben sich auf den Boden geschmissen und wir wussten erst gar nicht, was hier los war. In den Augen in der Schule nur Angst, Panik, Entsetzen. Dann weiß ich noch, war ein Polizist vor der Tür und er zeigte immer nur mit der Hand 16 und wir dachten, naja gut, jetzt können wir dann gehen oder so. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er damit gemeint hat, dass es schon 16 tot sind, und das war natürlich der totale Schock. Und meine Chefin, ihr Enkel ist drüben drin in der Schule und sie war total in Panik ausgebrochen und hatte halt Angst um ihren Enkel, weil er noch nicht zu Hause war und so. Im Moment jetzt so als Oma wusste ich ja jetzt nicht, wo ist jetzt meiner, was ist jetzt mit unserem, wo steckt er, wo ist er in der Klasse, wo jetzt viel passiert ist, oder ist er dann in so, wo er eben sich zur Seite setzen konnte oder wo sie sich versteckt haben in den Räumen und so. Wo die dann die Letzten alle rausgeholt haben, da war er dann mit dabei. Das war schon alles schlimm. Ich denke über den Täter selber nach, wie die Eltern sich fühlen und was man für einen Grund haben kann, dass man sowas anrichtet. Warum, weshalb? Die schreckliche Tragödie hat um etwa 11 Uhr heute Vormittag begonnen. Zu diesem Zeitpunkt stürmte ein ehemaliger Außenminister. Die Presse erkennt sofort das Ausmaß der Tragödie. Fernsehsender berichten live aus Erfurt. Zum Teil erreichen die Informationen die Journalisten eher als die Polizei. Und das, dann war das Eigenartige, dann stand die Bild-Zeitung schon hier. Also wir wussten nichts und die Bild-Zeitung stand vor der Tür. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, das ist Robert, das kann nur Robert sein, wenn die Bild-Zeitung hier schon vor der Tür steht. Ich habe gedacht, der Junge muss verrückt sein, er war ja nur ein schlechter Schüler.
Das waren so meine Gedanken. Er hat nun in der Schule nicht viel gemacht. Und er schießt jetzt die Lehrer, die können ja auch nichts dafür. So dieses Gedanken hatte ich, bin hier immer rum, auf und ab um den Tisch rum. Den Namen Robert Steinhäuser habe ich um die Zeit schon gehört. Und wussten auch Schützenverein. Ich glaube, das war auch dann mit die Quelle. Weil man guckt natürlich, wer hat überhaupt Zugang zu Waffen. Und das sind eben die Schützenvereine oft in den Orten. Und wir haben dann auch sehr schnell ein Team hingeschickt. Denn in einer Stadt wie Erfurt findet man jemanden, der Steinhäuser heißt, auch relativ schnell. Und man findet auch die Wohnung oder den Wohnort. Währenddessen spitzt sich die Situation am Gutenberg-Gymnasium zu. Schwer bewaffnete SEK-Beamte umringen das Gebäude. Ohne ihr Wissen trifft Steinhäuser in der Schule auf seinen früheren Lehrer, Rainer Heise. Dann bin ich in einen Raum gegangen, der unser Materialraum ist, Frühstücksraum ist, eine Abstellkammer ist. Und da hörte ich so ein schurrendes Geräusch, Schlurfen. Da hatte ich nur die Vorstellung, jetzt ist noch ein Kind da oder sind mehrere Kinder da, machst du die Tür auf. Und in dem Moment steht diese dunkle Gestalt vor mir. Vor seinem Lehrer zieht sich Robert Steinhäuser die Maske vom Gesicht. Und in dem Moment sehe ich ein schweißüberströmtes Gesicht, eigentlich leere Augen, ängstliche Augen, und sage vollkommen erschüttert, entsetzt, verdutzt, verblüfft: Du, Robert? Bist du das gewesen? Hast du geschossen? Er nickte nur. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du mich erschießen willst, mich so an den Pullover gefasst, dann guck mir in die Augen. Und in dem Moment merke ich so, wie die Hand mit dem Revolver, die ja nur so 20, 25 Zentimeter von mir entfernt war, wie die Hand so langsam nach unten geht und er sagt: Herr Heise, für heute reicht's. Ganz langsam und leise. Reflexartig stößt der Lehrer den Amokläufer in ein Lehrerzimmer. Ich habe ihm einen Schubs gegeben, was natürlich menschlich total unfair ist. Und er stolperte auch. Es muss ein kräftiger Schubs gewesen sein. Dann habe ich die Tür zugeklatscht, den Schlüssel rein, zweimal rumgeschlossen und dann bin ich davon gerannt. Der Lehrer läuft zurück ins Sekretariat. Herr Heise wurde dann hereingebracht auch und sagte, ich habe ihn eingesperrt. Auch diese Aussage konnte ich nirgends gut zuordnen und habe mich gewundert, warum er jetzt ausgerechnet in diesem schrecklichen Chaos erzählt, dass er irgendjemanden eingesperrt hätte. Im Lehrerzimmer Raum 111 steckt sich Robert Steinhäuser den Lauf seiner Waffe in den Mund. Er drückt zum 75. Mal an diesem Tag ab. Sein letzter Schuss gilt ihm selbst. Todeszeit laut Obduktionsbericht 11.29 Uhr. Ich hatte den Schlüssel und keiner von der Polizei wollte diesen Schlüssel. Dann so gegen 13 Uhr, vielleicht auch 10 Minuten oder eine Viertelstunde eher, also da ist mein Zeitgefühl heute wirklich nicht mehr das Beste, kam die Polizei, fragte, stimmt es, dass der eingeschlossen ist? Ja, wer hat den Schlüssel? Und dann haben die so gegen 13 Uhr, würde ich sagen, aufgeschlossen. Was in der Zwischenzeit alles passiert ist, das weiß ich nicht. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch nicht, dass Robert Steinhäuser tot ist, sich selbst erschossen hat. Und nach nochmal ein paar Minuten sollte Frau Alt ihn identifizieren, sah sie sich dazu nicht in der Lage. Und wer kennt ihn noch? Ich? Dann kommen Sie mit. Und da habe ich dann gesehen, es ist der gleiche Schüler gewesen, mit dem ich vorher ein paar Worte gewechselt habe, den ich dort reingeschubst habe und den ich dann als Robert Steinhäuser auch erkenne. Und dort lag er dann in einer entsprechenden Blutlache. Überlebende und Angehörige müssen nach dem Amoklauf sofort psychologisch betreut werden. Polizeioberwart Treunert übernimmt das Kommando am Sportplatz, dem Sammelplatz für alle Betroffenen.
Am 26.04. vergangenen Jahres habe ich in den 12 Uhr Nachrichten das erste Mal von dem schrecklichen Massaker am Gutenberg-Gymnasium erfahren. Ich habe mich sofort in Erfurt beim dortigen Polizeiführer angeboten und gesagt, ich würde den Einsatz mit unterstützen wollen. Ich erhielt unmittelbar den Auftrag, mich sofort auf dem Sportplatz der Europaschule einzufinden und dort die Koordination der Betreuungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Aufgeschreckt durch die Nachrichten eilen besorgte Eltern und Angehörige zur Schule. Bis zu der Absperrung bin ich gegangen und da lang gegangen und bin dann hieß es auf dem Sportplatz, der dort benachbart war, soll man sich registrieren lassen, soll man schauen und guckt man, da sind Schüler, da sind Lehrer. Da bin ich dann dahin gegangen, in der Hoffnung, dass ich meine Frau dort treffe. Ja, und dann verging Stunde um Stunde. Ich habe dann versucht, auch meine Frau zu erreichen. Das ging aber nicht. Sie hat einfach durchgeklingelt und ja, so verging die Zeit, bis dann irgendwann die Nachricht kam, es sind nicht nur 3 Tote, sondern es sind 16 oder 17 Tote. 1,5 Stunden wartet die Polizei, bis die Schüler gerettet und Verletzte versorgt werden dürfen. Nachdem das ganze Schulgebäude ab und durchgesucht worden war und kein zweiter Täter gefunden worden ist, ist ja dann die Evakuierung passiert. Und dann war man eigentlich relativ beruhigt, nachdem es hieß, die Kinder sind draußen und jetzt ist Schluss. Unter Polizeischutz sind wir dann zu dem verletzten Lehrer auf den Treppenabsatz, also zwischen zwei Etagen geführt worden. Sie findet den schwer verletzten Biologielehrer Hans Lippe auf den Stufen, lebend. Er hat sich in der Zwischenzeit über fast 2 Stockwerke die Treppe hinuntergeschleppt. Der Herr Lippe lag auf dem Rücken, auf dem Podest. Ich sprach ihn an und sah einen Schuss im Kopf, nee, der Schläfe, der offensichtlich aber abgeprallt sein musste, sonst hätte er mit mir nicht mehr sprechen können. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Ja, wie heißen Sie, hat er mir gesagt, ich heiße Hans Lippe. Er hat mir an sich nur den Namen Hans Lippe gesagt und jetzt geht langsam die Luft weg. In dem Moment, als die Infusionen auch alle liefen, ich hatte ihn in Narkose versetzt, dann lief die Flüssigkeit aus der Wunde von dem Bauch so raus, wie ich so oben hereingefüllt hatte. Es kam dann im Verlauf zum Herzstillstand. Im Klassenraum 208 findet die Notärztin die Schüler Ronny Möckel und die 14-jährige Susanne Hartung. Die Schüler waren bereits tot, schon etwas länger. Sie waren auch total ausgeblutet. Das sieht man in der Farbe. Man sieht auch die Blauverfärbung an den Stellen, wo die Haut aufliegt. Mein einziger Gedanke in dem Moment war auch, mein Gott, was sollen die Angehörigen bloß empfinden, wenn sie das mitgeteilt bekommen. Auch Oberbürgermeister Manfred Ruge eilt zum Gutenberg-Gymnasium. Wie ich dorthin kam, sagte mir dann der Polizeidirektor Grobe, Herr Ruge, ich muss Ihnen die traurige Nachricht machen, wir haben 8 Tote. Das war also wie ein Schock. Und dann minütlich kamen sie zu, 12, 15, 17, 18. Es wurde ja eine Tote fälschlicherweise 2-mal gezählt. Also es war schon schlimm, wir waren wie versteinert. Kurz nach 2 bin ich hier auf diesem Sportplatz eingetroffen. Hier waren hunderte von Menschen und es war das totale Chaos. Eine ganz schwierige Situation war für uns natürlich auch teilweise die Separierung der Eltern von den Kindern. Wir hatten nach der Evakuierung das Problem, dass wir zunächst erfassen mussten, wer ist denn nun aus der Schule gerettet worden. Und dazu brauchten wir die Kinder an den Zelten. Dort mussten wir ihren Namen aufschreiben. Dort mussten wir entsprechend vermerken, welche Kinder noch fehlten. Und danach konnten sie erst zu ihren Eltern. In der Gruppe der psychologischen Helfer hatten wir auch sehr viele Seelsorger. Und diese haben dann die Möglichkeit genutzt, dass wir die Bibel gereicht haben und haben sich mit Betroffenen zusammengesetzt und haben auch ein Gebet gesprochen. Die Angehörigen warten verzweifelt auf Nachricht. Auch Rechtsanwalt Erik Langer sucht an diesem Tag nach seiner Lebensgefährtin. Ihr Name? Dr. Birgit Detke, die Kunstlehrerin. Also ich habe konkret danach gefragt, ob man was von Birgit weiß oder ob man was von Birgit gehört hat, weil über Handy und so war sie auch nicht zu erreichen.
Und es hat alle möglichen Aussagen gegeben, dass man halt nichts weiß. Es hat eine Aussage gegeben, dass man mir das nicht sagen kann. Wir hatten dann zwischenzeitlich ja bereits die Zahl von 10 Toten. Die Zahl hat sich dann weiter nach oben korrigiert. Und insofern haben wir also auch mit allen Informationen sehr sparsam gehaushaltet, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Panik und keine Hektik auslösen, sondern nur das vermitteln, was wir tatsächlich auch bestätigt wissen. Ein mir bekannter Polizist hat mir dann gesagt, er kann mir das bestätigen, dass sie tot ist. Und ja, ich bin dann weg und ich habe eigentlich nichts mehr gemacht. Ich weiß ich nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich bin von dem Sportplatz weg. Ich bin dann nach Hause und ich glaube, ich bin dann auch irgendwann noch mal ins Büro gegangen und bin dann durch die Stadt spaziert. Ich habe nichts mehr gemacht. Langsam wird den Anwesenden das Ausmaß der Tragödie bewusst. Das Warten auf eine Nachricht von den geliebten Menschen wird unerträglich. Ja, als dann diese Nachricht kam, dass sie eben 16 Tote sind. Tja, da schießen einem dann schon noch andere Gedanken durch den Kopf. Dass meine Frau auch dabei sein könnte. Aber man hat ja so viel Hoffnung, dass man sich sagt, es kann nicht sein. Das ist so ein ganz starkes Spannungsfeld. Man weiß, da sind 16 tot, aber man klammert sich dran an die Hoffnung, deine Frau kann das eigentlich gar nicht betroffen haben. Nachdem die Überlebenden gerettet sind, betritt Oberbürgermeister Manfred Ruge als einer der Ersten das Schulgebäude. Also ich bin mit der leitenden Notärztin, Frau Dr. Hörsing, mit unserem Brandmeister, mit Herrn Bauer, mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft durch das Haus. Und nachdem ich dann die erste Etage passiert hatte, war dann für mich die Frage, muss ich mir das antun? Ich kann nichts helfen und es war schlimm, der Eindruck, den man gesehen hatte. Denn die Lehrer sind ja, bis auf die Schießereien der Schüler, die sind ja direkt von Angesicht zu Angesicht hingerichtet worden durch Herrn Steinhäuser. Und es war fast, ich sag's mal, für mich zu dem Zeitpunkt, so schlimm es klingt, das war fast wie unnormal. Das, ich konnte es mir gar nicht vorstellen, dass das alles Realität ist, denn es waren ja, ich sag mal, Lehrer, sie lagen noch so, wie sie dort lagen. Und ich habe Klassenzimmer gesehen und da habe ich gesehen, die Tische umgeschoben, die umgeschmissen, die Stühle umgeschmissen. Und vorne an der Schwelle lag der Lehrer, was die Schüler ausgehalten haben müssen, denn die mussten ja über den toten Lehrer dann steigen. Und dann konnte man sich vorstellen, was in der Schule so passiert ist. Der Schüler Robert Steinhäuser. Die Polizei spricht bei diesem Verbrechen von erweitertem Selbstmord. Er hat die Tat geplant, soll sich ein halbes Jahr lang darauf vorbereitet haben. Ich saß hier zu meinem Mann und sagte, es muss doch mal irgendjemand kommen. Robert war ja auch nicht da. Ich habe ja auf einen Anruf gewartet. Er war ja nicht da. Und dann hat mein Sohn in seinem Zimmer, also mein großer Sohn, hat dann das Zimmer durchsucht praktisch. Und dann lag ein Hefter da, wo drin stand, dass er eine Waffe gekauft. Der lag auf dem Schreibtisch. Den muss er erst hingelegt haben. Ne? Den Waffenkauf und dann der Verweis von der Schule, das war alles eingeheftet und es lag auf dem Schreibtisch. Und dann eine ganze Sporttasche voll Munition. Das sollte sich ja doch wie Abschied oder braucht nicht groß zu suchen, hier ist es so ungefähr. Ne? Warum hat niemand etwas bemerkt? Ein Rückblick. Private Videoaufnahmen aus Robert Steinhäusers Schulklasse bei einem Unterrichtsprojekt von Martina Holland. Schon damals fiel der Schüler Steinhäuser auf, weil er für die moderne Umsetzung einer Szene aus Antigone als Requisit ausgerechnet eine Spielzeugpistole mitbrachte. Dann der Schulverweis im Oktober 2001. Hat sich der gedemütigte Schüler seitdem auf den Amoklauf vorbereitet? Im Polizeisportverein Domblick lässt sich der Jugendliche jetzt zum Schützen ausbilden. Die Waffen soll ihm ein Polizeibeamter verkauft haben.
Ob Steinhäuser die Pistolen und Gewehre ordnungsgemäß lagerte, wozu er überhaupt Waffen brauchte und nach seinen Gefühlen, danach hat keiner gefragt. Der muss sich so einsam gefühlt haben und dass er keine andere Lösung fand. Ich versuche mir einfach vorzustellen, ich habe mit 16, 17, 18 Jahren nie das Bedürfnis gehabt, eine Waffe in der Hand zu haben, um damit meine Männlichkeit zu beweisen. Wenn Robert das als Männlichkeitsersatz brauchte, dann konnte er heute damit bedient werden. Und er hat ja dort in diesem Schießverein selbst mit Polizisten geschossen. Und wenn ich mir überlege, dass ich mir solche Waffenkaliber besorgen kann, das Ordnungsamt, na gut, er hat ein kleines Versäumnis, aber ansonsten ordentlich. Das Geschäft, alles ordentlich. Ja, wo liegt denn eigentlich der Fehler? Sicher muss man sagen, dass der Attentäter natürlich ein ganz spezielles Verhältnis zu Waffen hatte und Waffen sicherlich für ihn auch ein Stück Stärkung seiner Persönlichkeit, Ausgestaltung seiner von ihm erträumten Persönlichkeitszüge waren. Hat der Robert eigentlich eine Freundin gehabt? Nee. Also er hatte mit Mädchen so, da habe ich mir aber auch keinen Kopf gemacht jetzt, ja. Viele in dem Alter haben ja dann schon eine Freundin. Er ist auch nicht in die Disco gegangen, fand ich auch komisch. Nee, das gefällt ihm nicht. Ist zu teuer und zu laut und was ich, das wollte er nicht, ne? Ich habe keine Freundin gemerkt, die für ihn durchs Feuer. Alle anderen haben irgendwie eine Liebe, küssen sich auf dem Hof, halten sich Händchen und zeigen einfach ihre Liebe. Steinhäuser nie. Auch in der Schule fiel Robert Steinhäusers Neigung zu aggressivem Verhalten auf. Das war mal vor 2 Jahren auf einer Klassenfahrt, da hat er mal so die Hand gegenüber dem Lehrer erhoben, so wie eine Pistole. Und der Lehrer hat sich dann ziemlich angegriffen gefühlt. Und ich habe dann mal mit ihm darüber gesprochen, was das sollte. Und da hat er gesagt, es war nur Spaß und wir sollen das nicht so ernst nehmen. Der Mann, gegen den Steinhäuser damals seine Hand als vermeintliche Waffe erhob, war Hans Lippe. Heute ist der beliebte Biologie- und Chemielehrer tot. Erschossen von seinem Schüler Robert Steinhäuser beim Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium. Das Erschütterndste ist, er hat einen süßen, blonden Sohn, Carsten. Und dieser kleine Blondschopf, der sitzt so da, dann wird er mit rausgejagt. Und sein Vater wird zu diesem Zeitpunkt dort oben erschossen. Ich werde dieses Bild einfach nicht los. Auch nach der Evakuierung lässt die Anspannung am Gutenberg-Gymnasium nicht nach. Über Stunden gibt es keine Auskünfte, wer lebt und wer gestorben ist. Am Sportplatz zittern Eltern um ihre Kinder. Das Ganze hat insgesamt fast 5 Stunden gedauert, bis dann endlich mein Sohn draußen war. Er war mit einem der ersten Transporte dort. Er war dann in so einem Sammelzelt mit anderen Schülern zusammen. Der Religionslehrer hat ihn betreut. Und es war schon ein bewegender Moment, ihn dann wieder in den Armen zu haben. Als ich erfahren habe, dass Frau Sicker mit zu den Toten gehört, war das für mich noch wie ein neuer Schock. Und es ist für mich eigentlich unvorstellbar gewesen, dass ich Sekunden aus dem Raum raus war und sie, ja, praktisch an meiner Stelle erschossen worden ist. Denn ursprünglich wäre ich ja noch in der Aufsicht gewesen. Wir haben dann ziemlich lange gewartet, dann sind ja die Schüler und Lehrer aus der Schule, als dann eben die Polizei wusste, die Räume durchsucht hatte, sind dann die Lehrer und die Schüler, die dann noch drinnen waren, eben in kleinen Gruppen, auch auf den Sportplatz geführt worden. Da waren Zelte aufgebaut, die sind dann untersucht worden noch und ist nach denen geschaut worden und sind dann ihren Eltern oder Verwandten in die Arme gefallen und haben dann ziemlich schnell den Sportplatz verlassen und wurde es immer leerer.
knapp 7 Stunden nach der Bluttat, liegen sich die meisten Angehörigen wieder in den Armen. Der Sportplatz lichtet sich. Nur wenige warten noch auf eine Auskunft. Immer mit ihrer Angst zwischen Leben und Tod. Gegen 18 Uhr war dann klar, wer unter den Opfern gewesen ist. Es gab eine Identifizierungsliste und erst dann war natürlich auch alles verbindlich und erst dann konnten wir eine klare Aussage treffen. Wir haben dann die Betroffenen in der Europaschule versammelt, haben sie dort in die Aula gebeten. Wir haben uns Psychologen gesucht, die gesagt haben, wir sind stark genug, hier zu unterstützen und bei den Angehörigen zu bleiben. Wir haben dann für jede Familie einen einzelnen Klassenraum zugewiesen und sind von Raum zu Raum gegangen und haben die schlimmste aller Nachrichten überbringen müssen. Ja, dann haben wir gewartet. Einfach nur gewartet, es war unerträglich. Bis dann irgendwann in dem Raum jemand stand mit einer Liste. Und er hat diese Namen vorgelesen und die Angehörigen, die da im Raum waren, sind nach draußen geführt worden, jeder in einen extra Raum. Und dann ist die schreckliche Nachricht überbracht worden. In meinem Fall war es ein Pfarrer, der mir die Nachricht überbracht hat. Detlef Bär rettet sich in seinen Glauben. Er ist das, was ihm jetzt noch bleibt. Und die Erinnerung an glückliche Tage zu dritt. Ich habe erst mal gesessen und tja, ich habe einfach, nachdem ich richtig geheult hatte, versucht, einen klaren Gedanken zu fassen. Und für mich war dann das Wichtigste, wie sagst du es dem Kind? Und ich habe mir dann fachmännischen Rat geholt, aber letztlich musste ich mir die Worte selber zurechtlegen und letztlich musste ich das selber machen. Das konnte mir keiner abnehmen. Als Tatort wird das Gymnasium versiegelt. Für den Lehrer Rainer Heise beginnt der nächste Albtraum. Als wir die Schule verlassen haben, Frau Alt und ich, wir waren die Letzten. Wir wurden vom Feuerwehrchef dort rübergefahren in dieses Zentrum. Da vergesse ich diesen Anblick nicht. Frau Alt steigt aus dem Auto aus, wird von 3, 4 Leuten in Empfang genommen und wird weg. Sie ist aus Erfurt verschwunden. Sie hat eine extra Wohnung bekommen. Ich, von oben nass, mit dem Feuerwehrauto dann, weil ich krakeelt habe, mit meiner Tasche, die man mir dann wenigstens erlaubte noch zu holen, bin ich hier nach Hause gebracht worden. Und dann war ich den Rest des Abends und in der Nacht bei der Polizei. Niemand hat mir geholfen. Niemand hat mich gefragt, Heise, wie verkraftest du das? Es ist 21.30 Uhr, als die Polizei am Wohnhaus der Familie Steinhäuser eintrifft. Die ganze Familie ist zusammengekommen. Es kam eine ganze Truppe hier, das ist hier... Wenn sie im Krimi, wenn die Wohnung stürmen, ne? So war das hier. Wir mussten hier sitzen bleiben und die klopften an die Tür. Wir wollten erst gar nicht aufmachen, aber wir dachten, das sind welche von der Presse. Also dann haben wir dann doch aufgemacht und stürmten die hier rein. Wir mussten sitzen bleiben, vor uns stand überall ein Polizist und die kamen das ganze Zimmer durch, ne? Wir haben uns in der Stube zusammengesetzt und ich habe versucht, mit ganz kurzen, klaren Sätzen das darzustellen, was an Informationen konkret da war. Ich habe ihnen mitgeteilt, dass es heute am Gutenberg-Gymnasium zu einem Massaker gekommen ist, dass 16 Menschen zu Tode kamen aufgrund der Schusswaffenanwendung ihres Sohnes. Familie Steinhäuser war tief betroffen ob dieser Information und alle sind in Tränen ausgebrochen. Für keinen war verständlich, warum Robert eine solche Tat begangen hat. Es war nicht nachvollziehbar. Der Vater war im Ablauf am Morgen mit dem Sohn noch relativ klar. Es gab keine Ungereimtheiten, keine Fragen für ihn. Und insofern war es umso schwieriger zu verstehen, was da passiert ist. Ich habe gesagt, ich saß hier und der hat die Kinder erschossen. Ich war ja auch wie gelähmt. Und dann hatte, weiß ich dann hier, ein Polizist hat gesagt, also er könnte da keine nähere Auskunft geben, ne? Die haben das Zimmer hier dann auch versiegelt. Wir konnten hier dann die ganze Zeit gar nicht rein.
haben alles mitgenommen eigentlich, so bis auf den Papierkorb. Ne? Die haben uns ja dann mitgenommen, also haben gefragt, ob wir das verkraften, dass sie uns ausfragen. Ne? Und da saßen wir bis früh um 3 oder so auf dem Polizeirevier. Die Mutter erfährt, welches Blutbad ihr Sohn an der Schule angerichtet hat. Sie leben da wie im Traum, muss ich Ihnen sagen. Das ist, ich kann es gar nicht mehr, ich war gar nicht richtig da. Ne? Ich habe zuerst immer nur an die Tat gedacht. Ich konnte mir das weder erklären, noch ich fand es so furchtbar. Während Familie Steinhäuser im Präsidium vernommen wird, steht einige Zimmer weiter der von der Presse ernannte Held, Lehrer Heise, plötzlich unter dem Verdacht der Mittäterschaft. Aus dieser Vernehmung sind 6 Stunden geworden. Und da wurde ich, erzählen Sie es doch mal, ich habe das wieder so erzählt. Und da wurde mir gesagt, dafür gibt es keinen Zeugen, hier hat man sie nicht gesehen. Ach, im Übrigen, und das ist so eine Lappalie, die sich dann aber eben ausweitet. Ich habe die Gewohnheit, um diese Zeit einen Kaffee zu trinken. Da flitzt man mal schnell aus dem Unterricht raus, hat Wässerchen warm gemacht, Kaffee aufgegossen und dann ist der in 5 Minuten später wohl temperiert, dass man ihn trinken kann. Daraus hat die Polizei gemacht, wir haben auf diesem Fensterbrett haben wir eine Kaffeetasse gefunden. Haben Sie mit dem Kaffee getrunken? Ich gesagt, nein. Na, sagen Sie mal, haben Sie dem nicht die Mütze runtergezogen? Ich sage, ich habe die Mütze nicht angefasst. Sagen Sie mal, warum haben Sie denn die Waffe nicht angefasst? Ich sage nur, ich bin kein Waffenfreak. Und das ist für mich, ich danke Gott heute noch, dass ich diese Waffe nicht angefasst habe. Denn heute weiß ich, laut Polizeibericht, es sind keine Fingerabdrücke drauf. Ich wage gar nicht dran zu denken, wenn ich ihm die Waffe abgenommen hätte, hätte sie angewabt. Ich wäre ja nicht auf die Idee in dem Moment gekommen, ein Taschentuch irgendwo rauszuholen oder einen Pullover anzufassen, die irgendwo anzufassen, dass meine Fingerabdrücke nicht drauf sind. Und dann wäre ich runtergegangen, wo der Kollege bereits erschossen da lag. Und dann wäre ich mit der Waffe runtergekommen, hätte Huhu gemacht. Die hätten mich doch abgeknallt wie das arme Vieh. Unter dem Druck der Befragung gerät der Lehrer immer mehr in Bedrängnis. Dann haben sie mir gesagt, na, wissen Sie was, wir behalten Sie einfach hier. Wir gehen zum Oberstaatsanwalt und dann durchsuchen wir Ihre Wohnung und wir holen uns dann schon die Sachen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, dann mache ich eins. Ich nehme mir das Leben. Da haben die gesagt, dann können wir sie nicht laufen lassen. Dann bringen wir sie jetzt in eine psychiatrische Klinik. Dann müssen sie unter Beobachtung stehen. Da habe ich dann endgültig die Nerven verloren. Vom mutigen Retter zum vermeintlichen Mittäter. Und das innerhalb weniger Stunden. Rainer Heise tut sich schwer, den Schock dieser Stunden zu überwinden. Da habe ich nur noch gesagt, geben Sie mir diese Vernehmungsprotokolle her. Ich unterschreibe Ihnen, dass ich will ihn nur hier raus. Nein. Sie gehen nicht mehr allein nach Hause. Da sage ich, na, soll ich mir einen Anwalt holen? Dann holen Sie sich einen Anwalt. Dann holen wir die Presse. Dann haben Sie brauchen doch nur einen Anwalt, weil Sie was zu verbergen haben. Habe ich dann gesagt, ich muss mal auf die Toilette. Na, ich zeig's Ihnen. Und das ist das ehemalige Stasi-Gebäude hier in Erfurt. Schön den gesamten Flur entlang. Dann stand ich auf der Toilette. Da sage ich, darf ich die Tür wenigstens zumachen? Naja, es ist doch vielleicht, ach, habe ich gesagt, ja, ich lasse die Tür auch auf. Um den Reißverschluss darf ich noch allein aufmachen. Und später haben mir Journalisten gesagt, dass Herr Grube nicht ausschließt, dass dieser zweite Täter unter Umständen ich auch sein könnte, weil ich mich in Widersprüche verstrickt hätte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wird Rainer Heise als Mittäter wieder ausgeschlossen. Dennoch bleibt der von der Presse ernannte Held nach den Anschuldigungen angeschlagen. Erfurt, der Tag danach. Eine ganze Stadt trauert. Der Platz vor dem Gutenberg-Gymnasium verwandelt sich in ein Blumenmeer. Die Erfurter können das Geschehene nicht begreifen. Augenzeuge Stefan Fiedler trägt sich im Rathaus in das Kondolenzbuch ein. Dann bricht auch aus ihm die ganze Trauer heraus. Auf Detlef Bär wartet eine schwere Aufgabe. Er muss seiner 3-jährigen Tochter die Nachricht vom Tod ihrer Mutter überbringen. Frieda war bei meinen Eltern, die in Erfurt wohnen. Und ich bin da angekommen, hat sie gespielt. Da habe ich, weil er aus dem
Zimmer geschickt und habe mich zu ihr gesetzt. Ich gesagt, Frieda, ich muss dir was erzählen. Die Mama kommt nicht mehr wieder. Die Mama ist im Himmel und musste ganz schnell weggehen. Sie konnte nicht mal Tschüssi sagen. Aber da, wo sie jetzt ist, geht's auch gut und von da aus sieht sie uns. Ja, das Kind hat ganz ernst geguckt, aber hat nicht geweint. Yvonne Fulschebert ist eine von 12 erschossenen Lehrkräften. Auf dem Domplatz in Erfurt beginnen in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai die Vorbereitungen für die Trauerfeierlichkeiten. Auch Familie Steinhäuser möchte an den Festlichkeiten für die Verstorbenen teilnehmen. Wir hatten uns vorgenommen, wir gehen da auf den Domplatz. Und da mein Mann nun krank ist und nicht lange stehen kann, da haben wir gedacht, naja, wie haben wir uns im Kopf gemacht, wie wir das nun machen. Ne? Aber wir wollten halt uns zeigen, dass es uns nicht einerlei ist. Wir wollten an der Trauerfeier mit teilnehmen. Und dann sind wir auch offiziell eingeladen worden, dass wir da auch mit hätten da sitzen können, ne, zu der Trauerfeier. Dann sind wir wieder ausgeladen worden, aus Sicherheitsgründen, weil sie Angst hatten, dass da irgendwie, wenn die Leute uns sehen, was passiert. Ne. Für mich war die große Frage, wie geht man mit der Täterfamilie um, die ja doppelt trauert. Sie trauert um den Sohn und trauert auch um die schwere Schuld, die der Sohn auf sich und auf die Familie geladen hat. Das darf man bei allen nicht vergessen. Und es war dann klar von dem Staatsschutz und von der Landesregierung, dass Familie Steinhäuser an der Trauerfeier nicht teilnehmen kann. Ich habe dann über den Dompfarrer mit dem Dompfarrer gesprochen und erreicht, dass noch in der Nacht und am anderen Früh die Wohnung oder beziehungsweise die Diensträume des Küsters leer gemacht wurden. Die Familie hat nachts um 11 das Haus verlassen, die haben in einem Hotel geschlafen. Sie sind mit anderen Autos gefahren, mit Münchner Kennzeichen, damit niemand wusste, wo die Familie ist. Und am anderen Früh sind sie, das haben wir auch noch in der Nacht geklärt, mit Zivilschutz um 9 Uhr schon auf den Domberg gegangen und haben letztens vom Fenster aus dies miterleben können und dürfen. 100.000 Menschen finden sich am 3. Mai zur Trauerfeier auf dem Erfurter Domplatz zusammen. Für mich war es damals auf dem Domplatz, oder wo sie auch eine Kerze für Robert hingestellt hatten. Das hat mir irgendwie gut getan, ne, dass er eben auch ein Opfer ist. Ich habe nur gleich am Anfang gesagt, für mich ist und bleibt Robert Steinhäuser, egal wie das Ganze endete, auch immer ein Mensch. Jeder Täter ist Opfer der Gesellschaft, denn die Gesellschaft macht ihn dazu. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch immerhin 16 Opferfamilien und für sie ist das der Mörder. Und es wird immer sehr viel mit Verständnis oder über Verständnis gesprochen. Nur für diese 16 Familien ist er der Täter, der diese Familien teilweise zerstört hat. Und das muss man auf der anderen Seite auch bedenken. Und diese Gefühle muss man letztendlich auch mit ins Kalkül ziehen, auch wenn es darum geht, wenn es um Reden geht, inwieweit ich in meinen Ansprachen auch immer dann die Gefühle der Opfer verletze. Und das ist dann eine Gratwanderung. Oberbürgermeister Manfred Ruge sucht nach Bewältigung und Versöhnung in seiner Stadt. Doch seit dem 26. April 2002 sind die Gefühle in Erfurt gespalten. Die Angehörigen der Opfer verspüren kein Verständnis für den Mörder und seine Tat, die Familien auseinanderriss. Was für uns alle, also für alle die, mit denen ich in Kontakt stehe, schwierig ist, das ist dieser Umgang, halt dieses nach Verständnis für den Täter schreien, das wir alle nicht mitmachen wollen. Und ich möchte auch gar nicht in die Versuchung kommen, das mit einer humanistischen Weltanschauung oder Menschenauffassung in Vergleich zu bringen. Das ist schlicht, ich habe für diesen Menschen kein Verständnis und möchte es auch nicht haben. Die Erfurter begraben die Toten, doch die traumatischen Erinnerungen bleiben. Jetzt in Der Amoklauf.
Selbstmord, Drohungen und Schuldzuweisungen. Warum die Menschen in Erfurt auch nach der Tat nicht zur Ruhe kommen. Außerdem das Geheimnis um das Grab des Amokläufers. Was keiner weiß, Robert Steinhäuser liegt mitten unter seinen Opfern. Jetzt in Der Amoklauf, was in Erfurt wirklich geschah. Was in Erfurt wirklich geschah. Der eigentliche Amoklauf dauerte nur 10 Minuten. In dieser kurzen Zeit erschoss Robert Steinhäuser 16 Menschen und sich selbst. 10 Minuten, die das Leben von Hunderten von Menschen für immer veränderten. Welche Folgen hatte der Amoklauf? Bereits einen Tag nach der Tat suchen traumatisierte Schüler in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Erfurter Helios-Klinikums seelische Unterstützung. Selbst Chefarzt Dr. Eckehard Englert ist berührt, in welcher Verfassung sich die Schüler befinden. Kinder und Jugendliche waren zum Teil wirklich in psychischem Ausnahmezustand. Also extrem erregt, Weinkrämpfe, Ohnmachtsanfälle oder aber auch völlig psychisch erstarrt, also eine Art psychischer Todstellreflex sozusagen, der auch nach Traumatisierungen eintreten kann. Also es waren alle, also ein ganzes Spektrum eigentlich von psychischen Dekompensationen eigentlich zu sehen. Das Malen soll helfen, angestaute Gefühle auszudrücken. Und auch der Körper ist durch das Erleben einer lebensgefährlichen Situation belastet. Von der medizinischen Seite her gesehen, muss man sagen, dass der Körper ja extrem stark auf solche Ereignisse reagiert. Es ist eine Schockreaktion, es ist aber auch eine Übererregung des sogenannten vegetativen Nervensystems. Also das heißt, es kommt zum beschleunigten Puls, zu Schweißausbrüchen, der Kreislauf dekompensiert, dadurch treten Ohnmachtsanfälle ein. Der Körper ist in einem extremen Alarmzustand sozusagen, weil er sich ja im Zustand der akuten Bedrohung befindet. Das ist ja auch ein ganz natürlicher Schutzmechanismus auf eine Bedrohungssituation sozusagen mit Alarmierung sämtlicher, auch physiologischer Kräfte zu reagieren. Es gab Kinder, die haben eine Woche lang im Bett gelegen mit Plüschtieren oder mit Haustieren und haben mit keinem geredet. Andere Kinder haben Schreiattacken gehabt. Viele Kinder haben lange bei ihren Eltern im Bett geschlafen. Die Jugendlichen beschreiben das wie ein Film, der abläuft. Das heißt, plötzlich mitten im Alltagsgeschehen passiert es, dass plötzlich die Ereignisse wieder vor den Augen ganz plastisch lebendig werden. Man sieht den Täter plötzlich wieder vor sich stehen, man sieht den blutenden Lehrer am Boden liegen. Man hat plötzlich die ganze Situation vor Augen, die wie ein kurzer Film vor den Augen abläuft. Das kann mitten im Alltag passieren, mitten im Unterricht, mitten irgendwie zu Hause am Abendbrottisch. Das kann nachts passieren in Form von Albträumen. Das ist ganz unterschiedlich. Auch Martine Holland, die dem Tod nur knapp entkam, begibt sich nach dem Attentat in psychologische Betreuung. Der Zusammenbruch ist eigentlich am 26. passiert. Ich habe einfach versucht, automatisch noch zu funktionieren. Und dann war irgendein Punkt erreicht, wo gar nichts mehr ging, also wo ich auch körperlich nicht mehr könnte. Was ich allerdings auch erst wesentlich später mitbekommen habe, dass es Angst ist, einfach nur mit vielen Leuten zusammenzukommen. Mag sein, dass dieses Schießen da vielleicht eine Rolle gespielt hat, aber bewusst war es mir nicht. Es könnte jemand schießen oder es könnte das und das passieren. Es war einfach nur ein Gefühl der Unsicherheit, der Angst, der Hilflosigkeit und immer noch dieses Gelähmtsein. Ausdruck einer solchen Belastung durch auch so ein traumatisierendes Erlebnis kann auch sein, dass jemand sich flüchtet sozusagen in den Suizid. Wir hatten konkret hier in der Klinik zwei Patientinnen aus dem Gutenberg-Gymnasium stationär aufgenommen nach Suizidversuchen oder Suizidandrohungen. Das war so Mitte, Ende Juni gewesen. Eine Schülerin hatte eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Eine andere Schülerin hatte gedroht, in der Schule aus dem Fenster zu springen. Aus Verzweiflung erhängt sich ein Gutenberg-Schüler 3 Monate nach der Tat. Andere Schüler bedrohen, wie einst Steinhäuser, ihre Lehrer. Also es gab im Nachgang der Tat so in dem ersten Viertel bis halben Jahr an einigen Schulen Vorkommnisse, dass Schüler gezielt
so mit dem Zeigefinger auf Lehrer gezielt haben und peng und oder angedroht haben gegenüber Lehrern. Ich mache das dem Steinhäuser nach und ich werde jetzt auch hier alle abknallen. Also das gab es mehrfach und einen Jugendlichen haben wir in diesem Zusammenhang auch stationär aufgenommen, der ganz massiv mit Morddrohungen in der Schule Lehrer bedroht hat. Zur Aufarbeitung wird eine Arbeitsgruppe gebildet. Dazu gehört der schwere Gang der Betroffenen zurück zum Tatort. Ich konfrontiere mich damit, ich gehe hier an die Schule und schaue mir das an. 2 Tage nach dem Schwarzen Freitag, am Sonntag, hatten wir im Rathausfestsaal die Schüler und die Eltern. Und es war die Frage zu klären, wie geht es ab Montag weiter? In welcher Form gibt es Schule? Der Oberbürgermeister hatte eingeladen und die Schüler drängten sich den Hauptgang des Rathauses nach oben in den Festsaal. Tränen überströmt, verweinte Gesichter und 2 Mädchen lagen sich in den Armen und haben vor Weinkrämpfen eigentlich gar keine Luft mehr bekommen, dass man dachte, die kippen jeden Moment um. Ne? Das war schon hart. In den Tagen danach hat man schon gemerkt, dass jeder Einzelne dann doch so seine Phase hatte, wo das Maß dessen, was man an Leid erträgt, einfach voll war. Dass also gestandene Persönlichkeiten rausgegangen sind und einfach nur mal heulen mussten, weil es war einfach, man war fertig, man war nervlich fertig. Punkt gekommen für alle von uns, wo der Körper, wo die Seele einfach nicht mehr wollten und wo dann echt alle so zusammengestürzt ist und einfach in Form von Tränen raus musste. Ja, Sie sehen hier wieder einen Ort der Trauer in diesem Gebäude, wo eines der Opfer sein Leben lassen musste und als Zeichen des Gedenkens die wahrscheinlich Schüler, die im Rahmen ihres Therapieprogrammes hier diesen Raum aufgesucht haben, um ihre schrecklichen Erlebnisse zu bewältigen und die zum Zeichen der Trauer hier Blumen und Kerzen niedergelegt haben. Die getrockneten Blutspuren haben Maler mit dunkler Farbe übertüncht. Mit den Flecken auf der Seele geht das nicht. Man liegt im Bett, man versucht einzuschlafen, weil man eigentlich todmüde ist, aber man kann nicht einschlafen. Man schaut an die Decke, man sieht die Schule, man denkt an die Opfer und man ist den Tränen nahe und man heult bitterlich und man kann nicht abschalten. Ein Jahr danach wirft der Amoklauf noch lange Schatten. Das Gymnasium wird renoviert und auch die Menschen haben aus dem Vorfall ihre Lehren gezogen. Was hat sich verändert? Bundesrichter Professor Dörich gründete nach dem Amoklauf die Schülerzeitung Forum Gutenberg und setzt sich für härtere Gesetze ein. Der Bundesgesetzgeber hat das Waffengesetz geändert. Man hat das Alter für den Zugang zu Schusswaffen auf 21 Jahre hochgesetzt. Das ist ein Erfolg, weil der Täter 19 war. Er wäre dann also an diese Schusswaffe nicht legal gekommen. Der zweite Punkt, der junge Mann stand ohne alles da, als er dann kurz vor dem Abitur die Schule verlassen musste. Und hier haben wir Eltern gefordert, es muss wie auch in den meisten Ländern Deutschlands für solche Schüler einen Abschluss geben, mit dem sie sich dann für eine Lehrstelle bewerben können. Und der Gesetzgeber hat das nachvollzogen. Mittlerweile, am Jahresbeginn 2003, wurde das Schulgesetz in Thüringen geändert. Nicht nur in Erfurt gibt es den Machtkampf zwischen Lehrern und Schülern. Waffengewalt ist in vielen Schulen trauriger Alltag. Ich bin im Präsidium des Deutschen Städtetags. Und plötzlich öffnen sich Kollegen und sagen zu mir,
nimm das nicht so tragisch. Was meinst du, was an meinen Schulen schon los war? Ja, dort schon mit Pistolen, mit Messern, mit allem Möglichen aufgetaucht ist und was es dort schon für Ankündigungen gegeben hat. Die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft steigt, nicht nur unter Schülern. Manfred Ruge kämpft dafür, dass der Amoklauf in Erfurt nicht einfach in Vergessenheit gerät. Die Stadt Erfurt hat eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die sich eigentlich mit dem Thema beschäftigt, Gutenberg und was kommt danach. Wir wollen dort parteiübergreifend, zeitübergreifend, ich sage mal über die nächsten 10 Jahre uns des Themas annehmen. Das Gutenberg-Gymnasium wird umgebaut. Die Schüler sind derzeit in einem anderen Gebäude untergebracht. Trotzdem zieht es den Hausmeister tagtäglich zur Schule, dem Schauplatz des Amoklaufs. Warum tut er sich das an? Anfangs war es ja beabsichtigt, auch mit der Therapeutin. Ich war also sehr oft mit der Therapeutin hier vor Ort und haben praktisch hier Therapie gemacht. Zurzeit ist es wirklich noch so, dass teilweise Bilder auftauchen, wenn ich durchs Haus laufe. Wenn das der Fall ist, dann versuche ich das Haus zu verlassen. Ja, also gehe nicht weiter, gehe zurück, gehe aus dem Haus raus, mach draußen irgendetwas, gehe eine Runde ums Haus spazieren oder so, dass ich mich erst wieder beruhige und dann versuche es halt nochmal. Der Anschlag Robert Steinhäusers galt vermutlich der Direktorin Christiane Alt, die nach wie vor das Gymnasium leitet. Weshalb reagierte sie nicht auf die Schüsse? Eine Frage, auf die die Schulleiterin bis heute keine Antwort geben mag. Trotz mehrmaliger telefonischer und schriftlicher Anfragen kommt sie unserer Bitte nach einem Interview nicht nach. Die Frau Alt ist eine sehr starke Persönlichkeit. Und wir dachten alle, sie steht das ein Viertel, ein halbes Jahr durch und dann kommt der große Crash. Aber sie hat das bis heute durchgestanden. Auch die Notärztin steht unter Kritik. Hätte sie sich den Sicherheitsanweisungen der Polizei widersetzen und sofort helfen müssen? Es war in meinen Augen eine Hinrichtung, da Herr Steinhäuser genau dorthin gezielt hat, auf die Körperteile gezielt hat, wo die Schüsse auch sofort tödlich sind. Also wir hatten vorwiegend Kopfschüsse im Brustbereich und im Bauchbereich. Angeblich hatten die Opfer keine Überlebenschance. Lehrer Lippe soll aber über eine Stunde um Hilfe gerufen haben. Schüler berichten, dass ihre schwer verletzten Schulkameraden Susanne und Ronny über eine Stunde mit dem Tod gerungen und geröchelt haben sollen. Wenn die jetzt versucht haben, diese toten Mitschüler zu bewegen, kommt es zum Teil zum Ausweichen von Restatemluft bzw. durch Gefäßverletzung. Ist auch Flüssigkeiten wegen, dass es sich wie Röcheln anhört. Jeder muss die Tragödie auf seine Weise verarbeiten. Der Lebensgefährte von Kunstlehrerin Birgit Detke sucht als Sprecher vieler Angehöriger nach der Wahrheit. Meine Verarbeitung ist klar eine Menge mit Umgang mit dem, weil für mich halt ganz wichtig ist, herauszubekommen, was dort passiert ist und wie es passiert ist. Und das heißt für mich klar, ich habe diese Ermittlungsakten, ich arbeite mit diesen Ermittlungsakten. Ich stelle halt Fragen und suche Leute auf, die halt damit befasst waren und versuche mein Bild halt, dieses Puzzle, dieses 26.04. vollständig zu kriegen. Robert Steinhäuser hat sich selbst gerichtet, kann keine Antworten mehr geben. Wie gehen die Angehörigen der Opfer mit der Schuldfrage um? Schuld hat der Täter. Er hat eine unendliche Schuld. Ich habe mir nie die Frage, warum gestellt. Ich bekomme keine Antwort. Sie können nach der Suche oder bei der Suche nach den Antworten, können Sie es so weit treiben, dass Sie dann schließlich sagen, ich bin selbst dran schuld. Sie können es unendlich weiter treiben, die Frage warum. Wenn Sie eine Antwort gefunden haben und Sie denken, Sie haben eine Antwort gefunden, dann stellt sich die Frage warum auch wieder. Und von daher, die Frage warum ist sicherlich sehr quälend, aber ich stelle sie mir nicht. Und noch eine andere Frage beschäftigt die Erfurter Bürger. Was ist aus dem Amokläufer geworden? Wo liegt der Täter begraben? Am 12. Mai wurde Robert Steinhäuser auf einem kleinen Friedhof außerhalb der Stadt, fern seiner Opfer, beerdigt. Der Oberbürgermeister erinnert sich. Man hat nur tiefste Trauer an, wenn ich das, wenn man das so
sagen darf im Gespräch, ein Häufchen der Verzweiflung gesehen. Und überall stand die Frage, die ja in der ganzen Stadt gestellt wurde, warum? Das war irgendwie alles ganz furchtbar. Und wie gesagt, dann auch schon, da war ja auch noch die Presse dann, auch selbst auf der Mauer standen die dann. Mhm. Wir hatten das ja eigentlich klein, auf einem kleinen Friedhof, wir wollten das extra nicht in Erfurt machen. Aber das hatten die auch irgendwie erfahren. Und man musste ja dann halb heimlich hinfahren. Ne? Ihr Sohn ist wo begraben jetzt? In Gispersleben, ne Quatsch, da war die Beerdigung auf dem Hauptfriedhof hier in Erfurt. Auf dem Hauptfriedhof? Mhm. Aber die Trauerfeier war in Gispersleben. Mhm. Und es stand ja auch manchmal in der Zeitung, dass er irgendwo verscharrt wäre, so ungefähr heimlich. Ist das Grab nicht gekennzeichnet? Oder? Ja, auch mit Namen. Also und das war mir auch ganz... Das war mir wichtig, dass sein Name da steht. Ne? Das war, ist auch ein Familiengrab. Ja. Also da liegen die Großeltern von meinem Mann. Damit liegt der Täter Robert Steinhäuser jetzt mitten unter seinen Opfern. Die Wunden der Stadt Erfurt verheilen allmählich. Man will wieder in die Zukunft blicken. Die schönen Seiten der kreativen Heimat von Goethe und Schiller zeigen. Die Schule soll ihren alten Ruf wieder erlangen. Das Gutenberg-Gymnasium als Vorzeigeschule. Nach außen sollen keine Risse mehr zu sehen sein. Mit den Narben im Herz muss jeder auf seine Art leben. Wie geht es den Menschen heute? Die Mutter von Robert Steinhäuser muss mit ihren Selbstvorwürfen leben. Zum Beispiel mit der Tasche, warum hast du da nicht mal reingeguckt in die Tasche und alles sowas beschäftigt einen. Eine Trauerarbeit, ich glaube, das ist jetzt erst danach, wo sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Ne? Dass man, das beschäftigt einen, das ist fast ein Jahr her, das ist frühst mein erster Gedanke und abends der letzte. Ne? Es geht eigentlich den ganzen Tag auch so, dass man daran denkt und sich damit beschäftigt. Ne? Das ist eben für mich, das kann man ja auch keiner so, was wirklich in Robert vorgegangen ist, kann man ja auch, selbst Psychologen können wir das nicht richtig erklären. Auch Detlef Bär holt die Vergangenheit immer wieder ein. Er will wissen, wie seine Frau die letzten Minuten erlebt hat. Ich bin in die Schule gegangen, ich bin in den Raum gegangen. Ich habe es erfahren. Und mit dem, was ich da erfahren habe, muss ich leben lernen. Die vierjährige Frieda muss ohne Mutter aufwachsen. Vater und Tochter versuchen gemeinsam, den Verlust zu verarbeiten. Sie hat gefragt, kommt die Mama? Immer und immer wieder. Und ich musste immer und immer wieder dasselbe Gleiche sagen. Obwohl es mir so unendlich wehgetan hat. Und irgendwann mittags haben wir dann am Tisch gesessen, haben zusammen Mittag gegessen. Hat sie zu mir gesagt, ich bin ein bisschen traurig, weil die Mama nicht mehr kommt. Lehrer Heise unterrichtet weiter. Die toten Kollegen fehlen auch ihm jeden Tag. Das Leben ist heute etwas trauriger geworden. Es ist auf der anderen Seite auch geschärfter geworden. Ich will meine Zeit nicht verbummeln. Ich will es wirklich intensiver genießen, als ich es bisher getan habe. Und ich bin was pädagogische Fragen angeht, nehme ich mir heute einfach die Freiheit heraus, wieder weniger gesetzlich zu sein. Und dafür menschlicher. Im November 2002 wird dem Lehrer eine besondere Ehre zuteil. Nur ausgewählte Persönlichkeiten und Prominente bekommen einmal im Jahr den World Award für besondere Leistungen. Rainer Heise wurde von Präsident und Friedensnobelpreisträger Michael Gorbatschow als Mann des Jahres ausgezeichnet. Seine Courage gegenüber dem Täter hat wahrscheinlich ein noch schlimmeres Massaker verhindert. Weltweit war man über diesen Amoklauf erschüttert. Bewegende Momente.
Es wird nicht ein Preis für mich sein. Es wird für ein Preis für alle diejenigen sein, die an diesem Tag Schweres erlitten haben. Danke, danke. Большое дело сделали. Frau Holland hat wie durch ein Wunder überlebt. Immer wieder plagen sie Schuldgefühle. Die Frage, warum hast du überlebt? Warum hast du Glück gehabt? Warum hast du so einen riesen Schutzengel gehabt? Und damit habe ich nach wie vor ziemliche Probleme. Ja, die Schüler haben das Böse gesehen. Ich habe mir das so zur Angewohnheit gemacht, so verrückt, wie es vielleicht klingt. Ich begrüße jeden Früh die Kollegen. Robert Steinhäusers Mutter wird sich wohl nie von dem Gedanken lösen können, dass ihr Sohn 16 unschuldige Menschen aus dem Leben riss. Eigentlich, wie soll ich sagen, das sage ich immer, Robert, was ich alles versäumt habe, dass mir das eben irgendwie leid tut, was ich